Spurenelemente, Antioxidantien, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, Fette, Aminosäuren, es hört einfach nicht auf. Da es für das Verständnis wirklich tausendmal besser ist, alle Nährstoffe einmal zusammen im Zusammenhang zu verstehen, als denn Paprika hat einfach unglaublich viel Vitamin C. Immer wieder nur von einzelnen spezifischen Nährstoffen zu hören, gibt es heute mal genau so einen Überblick über alle möglichen Nährstoffe, die man kennen muss. Ich bin mir wirklich ganz sicher, dass ihr dadurch, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, den einen oder anderen Aha-Effekt haben werdet. Ich möchte euch das Ganze jetzt mit einem Baumdiagramm verdeutlichen. Zunächst einmal kann man ganz grundlegend unsere Nährstoffe in Makronährstoffe und Mikronährstoffe einteilen. Die Makronährstoffe sind dabei der Teil unserer Nahrung, der uns Energie gibt, beispielsweise für eine Armbewegung oder ähnliches. Das heißt, die Makronährstoffe haben Kilokalorien, also einen gewissen Brennwert. Zu den Makronährstoffen zählen Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Mehr möchte ich zu den Makronährstoffen jetzt auch gar nicht mehr sagen, da ich dazu schon mal ein komplett eigenes Video gemacht habe, hier oben rechts im i nochmal verlinkt. Die Mikronährstoffe demgegenüber, ihr ahnt es schon, haben keine Energie, also keine Kilokalorien. Trotzdem benötigt sie unser Körper dringend, da beispielsweise bestimmte Enzyme diese als Kofaktoren benutzen. Das heißt, unsere Enzyme und damit unser gesamter Körper kann nur funktionieren, wenn diese Kofaktoren, diese Mikronährstoffe ausreichend vorhanden sind. Man kann nun bei den Mikronährstoffen ganz grob zunächst einmal zwischen Vitaminen und Mineralstoffen unterscheiden. Beiden ist gemeinsam, dass sie unser Körper nicht bedarfsgerecht selber herstellen kann. Das heißt, wir müssen sie uns mit der Nahrung von außen zuführen, da sonst, wie schon gesagt, die besagten Enzyme nicht funktionieren können. Was unterscheidet dann jetzt Vitamine von Mineralstoffen? Letztlich entscheidet die chemische Struktur darüber, ob etwas zu den Vitaminen oder Mineralstoffen gezählt wird. Die Vitamine sind gekennzeichnet dadurch, dass sie organisch sind. Das heißt, sie haben in ihrem Molekül Kohlenstoffe, also C-Atome, ganz ähnlich wie beispielsweise Kohlenhydrate. Die Mineralstoffe hingegen sind, ihr ahnt es schon, anorganisch, das heißt kein Kohlenstoffatom. Und das ahnt man eigentlich auch schon bei den verschiedenen Beispielen für Mineralstoffe, dass dort keine Kohlenstoffatome vorhanden sind. Denn Beispiele für Mineralstoffe wären Calcium, Magnesium, Eisen und so weiter. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie denn Eisen molekular ausschaut, ganz stark quasi reingezoomt, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, da ist halt einfach Eisen. Und dem ist auch so, das sind einfach nur Eisenatome und weit und breit keine Kohlenstoffatome. Ein weiterer Begriff, der oft für Verwirrung sorgt, sind die sogenannten Spurenelemente. Doch Spurenelemente sind letztlich einfach nur eine Untergruppe der Mineralstoffe. Sie kommen im Gegensatz zu den Mengenelementen, wie der Name schon sagt, im Körper nur in Spuren vor. Das heißt, mit Ausnahme von Eisen, mit einem Massenanteil von unter 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Weitere Beispiele für Spurenelemente neben Eisen sind Jod, Kupfer und Selen. Wenn man das Ganze noch auf die Spitze treiben möchte, kann man auch noch Ultraspurenelemente unterscheiden, die, wie der Name schon sagt, im Körper eben noch seltener vorkommen. Aber die Einteilung ist meiner Meinung nach komplett unnötig. Die beiden Begriffe langt, das sorgt nur für Verwirrung, noch so einen Begriff zu haben. Jetzt nochmal zurück zu den Vitaminen. Hier kann man nochmal zwischen fettlöslichen und wasserlöslichen Vitaminen unterscheiden. Das ist beispielsweise ganz entscheidend für die Aufnahme eurer Vitamine im Darm. So können beispielsweise die fettlöslichen Vitamine im Darm nur in euren Körper resorbiert, also aufgenommen werden, wenn außenrum quasi Fett vorhanden ist. Das heißt, wenn ihr auch mit der Nahrung Fette zu euch genommen habt. Ansonsten, wenn ihr theoretisch jetzt gar kein Fett essen würdet, würdet ihr nicht nur einen Mangel an den essentiellen Fettsäuren wie Omega-3 bekommen, sondern eben gleichzeitig auch einen Mangel an fettlöslichen Vitaminen, weil ihr die einfach nicht aufnehmen könnt, wenn keine Fette aufgenommen wurden. Okay, welche Vitamine sind jetzt fettlöslich? E, D, K und A. Merken kannst du dir das ganz einfach mit dem Wort EDK. Keine Werbung an der Stelle. Die wasserlöslichen Vitamine hingegen ist logischerweise der komplette Rest. Das heißt beispielsweise Vitamin B, Vitamin C und so weiter. Okay, jetzt gibt es noch einige Begriffe bzw. Nährstoffe, die nicht so richtig in unser Schema passen, weil sie sozusagen teilweise zu mehreren Nährstoffgruppen gehören.
Da haben wir einmal die sogenannten Antioxidantien. Was die machen, steckt schon im Namen. Die Vorsilbe Anti hat, denke ich, jeder schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört. Ein einfaches Beispiel wären Anti-Aging-Salben, die gegen Altern helfen sollen. Das heißt, die Vorsilbe Anti heißt ganz einfach gegen. Und Antioxidantien helfen damit gegen bestimmte Oxidationen, bei denen unter anderem Sauerstoffradikale entstehen. Und ja, freie Radikale in unserem Körper sind auf gut Deutsch gesagt ziemlich scheiße, weil sie an allen Molekülen andocken und deren Struktur verändern. Damit sind freie Radikale stark assoziiert mit verschiedensten Krankheiten, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebserkrankungen. Deswegen, kurzer Tipp, immer schön viele Antioxidantien zu euch nehmen, durch beispielsweise dunkle Beeren. Als nächstes stehen auf meiner Liste die sekundären Pflanzenstoffe. Wie der Name schon sagt, kommen diese ausschließlich in Pflanzen vor. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was dieses mysteriöse Sekundäre heißt. Nun, man kann bei den Pflanzenstoffen, also den Inhalten einer Pflanze, zwischen primären und sekundären Pflanzenstoffen unterscheiden. Und die primären sind dadurch gekennzeichnet, dass sie dem Energiestoffwechsel und dem Wachstum der Pflanze dienen. Und die sekundären eben nicht. Das heißt, die sekundären sind lediglich insbesondere Farb-, Duft- und Aromastoffe der Pflanze. Nun, warum macht sich die Pflanze jetzt die Mühe, Stoffe für ihre Farbe, ihren Duft und ihren Geschmack herzustellen? Die Funktion der sekundären Pflanzenstoffe sind letztlich das Anlocken von Insekten und das Abwehren von Schädlingen. Damit sind sie auch in hochwertigem Biogemüse viel mehr vorhanden als in konventionellem Gemüse, weil bei konventionellem Gemüse der Mensch bzw. bestimmte Stoffe, die der Mensch auf die Pflanze gibt, quasi schon den Schutz vor Schädlingen übernehmen und damit die Pflanze selber nichts mehr herstellen muss zum Schutz, weil das Ganze der Mensch quasi schon übernommen hat. Das ist auch einer der Gründe, warum Biogemüse bzw. Obst meist viel intensiver schmeckt als konventionelles, weil, wie schon gesagt, auch die Aromastoffe zu den sekundären Pflanzenstoffen gehören. Nun, die Bandbreite der sekundären Pflanzenstoffe ist wirklich riesig. Und ganz wichtig an der Stelle, man kann auf keinen Fall sagen, dass sekundäre Pflanzenstoffe immer gut für uns sind. Denn theoretisch könnte jeder Tabakhersteller sagen, dass sein Tabak doch so reich an sekundären Pflanzenstoffen ist. Ganz einfach, weil beispielsweise Nikotin oder andere Alkaloide wie Morphin ebenfalls zu den sekundären Pflanzenstoffen gehören. Meist hört man allerdings im Zusammenhang mit gesunder Ernährung eher von den guten, also den gesunden sekundären Pflanzenstoffen wie beispielsweise Carotinoide und Flavonoide. Doch denkt trotzdem dran, wenn euch mal wieder jemand erzählt, dass in diesem oder jenem Lebensmittel unglaublich viele sekundäre Pflanzenstoffe vorhanden sind, das muss noch lange nichts bedeuten. Es ist immer nur entscheidend, welche sind vorhanden und wie viele sind davon jeweils vorhanden. Nächster Begriff, der einem immer wieder begegnet, Ballaststoffe. Hierzu habe ich schon ein komplett eigenes Video gemacht. Klick also gern hier, um dazu mehr zu erfahren und schreib gern runter in die Kommentare, ob ich irgendeinen Nährstoff oder eine Nährstoffgruppe vergessen habe. Dann kann ich dazu gegebenenfalls nochmal ein extra Video machen, sofern das gewünscht ist. Das war es jetzt erstmal wieder von meiner Seite. Wie immer, bleibt gesund und viel wichtiger, handel gesund. Bis zum nächsten Mal.